Fühl dich gegrüßt. Wer auch immer du bist. Ich höre dich, du Spack, ich hab nur dich an. Wenn dann hochladen. Simon, was das hier ist? Voll übel. Zum Thema Bewerbung ist machen. Mann. Warum habe ich den Scheiß eigentlich noch? Lauter Yu-Gi-Oh! Karten, Pokémon Karten. Was will ich mit dem Scheiß eigentlich? Ah. Sieht man das? Erkennt man das? Ich bin alt. Das ist eine VHS-Kassette. Alter. Bin echt alt. Warum habe ich hier drin eine Baby am Tee rumfliegen? Noch mehr Pokémon, noch mehr Yu-Gi-Oh! Karten. Kennst du das? Drachenbücher. Ach, das ist die Anlage, das hebe ich noch auf. Zumindest noch ein Jahr. So. Das ist ein Zeo, die ist mittlerweile seit einem Jahr abgelaufen. Hä? Was ist da drin gewesen? Ausmisten. Ganz ehrlich, Leute. Ihr glaubt nicht, was sich im Laufe von Jahren so alles ansammelt. Ausmisten nennt's das. Ja, das kann ich ausmisten, weil das ist unsauberes Regal, wo einfach alles reingeschmissen ist. Und unten drunter sind lauter Kisten, Schachteln und Gedöns, was ich schon seit Jahren nicht mehr brauche, weil ich Schachteln immer mindestens 2 Jahre aufhebe, wie die Garantie ist von manchen Sachen. Da war die Garantie zum Beispiel von der Senseo, die ist mittlerweile abgelaufen. Ich habe noch etwa 1 Jahr Garantie auf meine Anlage. Ich habe bei manchen Sachen einfach noch ein paar Jahre Garantie. Ein paar Sachen habe ich aber schon lange nicht mehr. Die habe ich einfach nie ausgemistet, weil normalerweise ist halbwegs geordnet, da unten rumliegt. Deswegen nenne ich das Ausmisten. Wisst ihr, wenn ihr euch nicht benehmen könnt, dann mache ich keine langen Sachen heute, dann mache ich einfach einen Abonnenten-Chat an. Von wegen Zwangsräumen. Halt mal aufräumen. Da bist du geblieben. Ich habe dich überall gesucht. Hä, wie kommst du hier rein? Voll meine Sonnenbrille hier drinnen. Ich bestimmt irgendwann mal wieder Garantie benutzt und dann vergessen. Eismaschine hat noch 1 Jahr Garantie. Legrea Mini ist seit 3 Jahren abgelaufen. So, kein Kabel Größe. Mein ganzes Stargate-Gedöns. Hebe ich mir die auf. Eigentlich kann ich die weghauen. Um Gottes Willen. Aha! Das ist mein. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Gott. Ich mit 17. Oder 16. Um Gottes Willen. Das darf man eigentlich gar kein zeigen. Das hier dürfte ich mit 5, mit, ja, sagen wir 9 gewesen sein. Um Gottes Willen. Die dritte Klasse. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ah, hier übrigens, zum Thema. Seht ihr den Pulli, den ich da anhab? Ja? Den habe ich angehabt, da war ich 16. Und den habe ich mit 20, 22, 23 noch getragen, weil es mein Arbeitspulli irgendwann war. Ne, zum Thema lachen sich, machen mich immer alle drüber lustig. Ah, ich habe leider Passbilder hier noch. Wo habe ich die ganzen Passbilder her? Da war ich 15. Das war die letzte Klasse, das war die 9. Klasse. Da war ich 15. Gottes Willen. Gottes Willen, das darf ich gar keinem zeigen, Alter, die ganzen Bilder. Aber warum sind da Bilder aus der 6. Klasse mit drin?
Egal. Quatsch, das war die vierte. Ist ja auch egal. Gehst du noch? Gehst du noch oder bist du im Arsch? Der geht echt noch. Nice. Das Tablet, das brauche ich auf jeden Fall noch. Ja gut, und der war der plus Tablet und kostet. Das ist nämlich ein Lüfter. Den hebe ich mal auf, den kann man bestimmt noch mal gebrauchen. Ein uraltes Poster von GDR Vice City. Das ist alles da unter den Ding gerutscht, Alter. Das merkt. Kein Wunder, dass ich das Zeug immer noch mal gefunden habe. Ekelhafte Spinne. Wo ist mein Insektenspray? Normalerweise hasse ich sowas. Aber es hilft ja nichts. Um Gottes Willen, das ist der HP, den gibt es doch schon seit Jahren. Was ist das? Das ist der Acer, der ist ja sogar noch älter. Weg damit. Ja, ich verstehe nicht, was ich hier auch schon Jahren so anfange. Und ja, ich bin gerade zu faul aufzustehen. Verklagt mich. Wenn ihr unbedingt meint. Ich bin gespannt, ob ihr so lange rumlaufen könntet wie ich, wenn ihr so viel Gewicht drauf hättet. Aber vermutlich nicht. Tja, das ist die Frage. Soll ich die Halo-Schachtel auch wegschmeißen? Ich meine, garantiert hat es 100 Pro nicht mehr. Aber die Schachtel ist ja an sich eigentlich schon ein Augenschmaus. Gut. Tüte. Die Klamotten muss ich irgendwann mal wegbringen. Da mal was hinmachen, dass es an der Wand hängen bleibt. Hier, Leute, einer der Verdienste deswegen, was ich seit Jahren immer aufhebe, ist es, dass ich das hier noch habe. Hat es einer von euch noch? Original. Das ist heftig, also. Das ist richtig heftig. Tja, ich heb Schachteln prinzipiell jahrelang auf. Irgendwann haue ich sie weg, aber sowas ist einfach nur klasse, wenn man sowas noch hat. So, jetzt brauche ich einmal einen Besen. Wo ist denn mein Besen? Das Werkzeug der Stunde. Ich finde es immer lustig, dass mich Leute immer als Messi bezeichnen. Dann aber letzten Endes überhaupt nicht wissen, was ein Messi eigentlich ist. Hey, ich habe dich vorhin erst gesehen. Ah, perfekt. Zumal ich recht gut organisiert bin. Hier sind sämtliche Kabel drin von Super Nintendo, N64, GameCube, Switch, Wii U. Alles, was ich habe. So, den habe ich schon lange vorgehabt. Auch für den Computer sind da viele Kabel mit drin. Wo kommst denn du jetzt her? Na, gehst du hoch zum Greenscreen. Gut, bin ich fertig. Muss nur das Zeug wegsortieren, den Rest vom Zimmer kehren, Müll rausbringen und dann bin ich fertig. Und das Ganze in 43 Minuten. Wenn ich ein Messi wäre, würde ich da in 3 Stunden nicht fertig sein. Naja. Achso, den Müll außen, ja. Den Baba-Deckel muss natürlich noch zerschneiden. So, bin ich hoch genug? Nein, bin ich nicht. Der Grund, warum ich die Kartons rausgeschmissen habe, ist natürlich, weil ich direkt außen die Mülltonne hingestellt habe. Dann brauche ich jetzt bloß hergehen, das Ganze zerschneiden und dann schön einsortieren und dann passt die Sache. Also schön reinstopfen. Und dann beim nächsten Müllabfuhr ist es weg. Tja, Leute, so schnell kann man aufräumen. Aber ich bin ja ein Messi. Ich bin ja unordentlich und bei mir schaut es aus wie Sau. Draußen schaut es klar aus, aber das liegt ja nicht an mir. Ne? Der Killer. Nur aufräumen, im Moment ja. Ah, Mann. Ich hatte ja gesagt, ich würde aufräumen. Und die ganze Woche nehme ich es mir schon vor. Ich bin nur noch überlegen, ob ich den Schrank noch ganz nach links schiebe. Oder zumindest weiter nach links. Ich meine, der macht sich da eigentlich ganz gut, aber wenn er weiter links wäre, wäre auch nicht schlecht. Der Gela. Ist schon cool, was man alles so findet. Ich habe das in dem Zimmer, ich habe das da unten drinnen eingeräumt, die Kisten, was meine Sachen so waren in den letzten Jahren. Das ist schon heftig, was sich da alles so angesammelt hat. Die Zelda-Box bin ich schon neidisch. Ja, ich habe ja gesagt, Link to the Past ist mein Lieblings-Zelda. Ne? Ich habe auch das Spiel noch da. Das ist jetzt nicht in der Schachtel, aber ich habe auch das Spiel dazu noch da. Das ist drüben im Arbeitszimmer, also im Studio. Ich bin schon unordentlich, so ist es nicht. Aber ich weiß schon, wo meine Sachen sind. Es ist einfach mal. Nein, Quatsch. Es ist nicht mein Lieblings-Zelda, sondern es ist mein Zelda mit dem Lieblingsmusik. Also es ist mein Lieblings-Soundtrack quasi. Das hätte ich vielleicht besser erklären sollen. Also mein Lieblings-Zelda ist Twilight Princess, aber das ist mein Lieblings-Soundtrack von Twilight Princess.
Dazu habe ich ja noch die Minikalle, die ist ja drüben, die ist ja immer im Hintergrund normalerweise vom Stream. So, ich will nur kurz einen Moment ausruhen, dann werde ich gleich noch meinen Teppich ausschütteln und den Rest gerade zusammenkehren und wegräumen. Und dann noch den Müll draußen, also den Papier, den Papadeckel und hier das Zeug vom Bett räumen und dann bin ich fertig. Was gibt's für Müll, dass ich Sachen müssen? Ich hatte ja schon Chili Cheese Nuggets heute. Ich mag dir nicht runterstellen, weil ich gleich wieder aufstehe und wenn ich stehe, dann bin ich bis zum Hals abgeschnitten. Wenn ich so weit vorne bin. Wenn ich weiter hinter gehe, bin ich sonst ist euer abgeschnitten, wenn ich so runterstelle. So bin ich ganz drauf. Ich arbeite vor allem hinten auf der anderen Seite vom Bett gerade, weil auf meiner Seite ist alles normalerweise picobello sauber. Da liegt höchstens mal ein paar Flaschen rum. Die habe ich auch schon weggeräumt heute Morgen, als ich aufgestanden bin. Ich werde heute nochmal streamen nachher, irgendwann. Ich will heute noch ein bisschen in Zelda weiterkommen. Aber ich habe heute auch echt schon viel gemacht. Ich habe heute Morgen schon eine Stunde gestreamt. Ich habe dann im Nachhinein noch eine Stunde, ich habe dann nachher noch 2-3 Stunden Ding aufgenommen. 2-3 Stunden, ich habe den Namen vergessen. Ich habe dann noch 2-3 Stunden Miss Survival aufgenommen, also Let's Play. Und jetzt streame ich auch schon wieder fast eine Stunde. Bin jetzt auch schon 51 Minuten da. So. Ein paar Kleinigkeiten, die normalerweise hier rumstehen, mal auf die Seite räumen. So. Ach, warum habe ich immer die ganzen Instrumente hier rumfliegen? Ach so, was hier auch noch rumsteht, ist noch eine Kiste. Die sollte ich mal in einem Video auspacken, bin nur dazu gekommen. Muss ich mal noch machen. Zu Hause. Ich hasse Teppich zu kehren. Und ja, man kann Teppich kehren, wenn man so einen Besen hat. Allerdings ist es trotzdem nervig, die Sau. Gordon waren zwei Brüder, der eine stach den anderen nieder. So, machen wir den anderen Besen. Schon hart dumm, wenn man nur einen Ding hat. Wenn man die Hälfte Teppich und die Hälfte Laminat ist. Echt nervig. Leute, an der Stelle würde ich mich jetzt verabschieden. Ich werde jetzt draußen noch die Kartons zerkleinern und in den Müll schmeißen. Und dann bin ich auch erstmal fertig damit. Dann danke ich euch mal fürs Zuschauen. Vielen Dank für die ganze Unterstützung. Wir sehen uns, ja. Ich denke, wenn ich damit fertig bin, ich weiß es noch nicht genau, wann es ist. Und vielleicht ruhe ich mich auch noch ein bisschen aus dann. Auf jeden Fall werde ich heute noch mal streamen für Gaming. Wann, weiß ich aber nicht. Wird sich zeigen. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin mein Fingernagel ist dreckig. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache, haut rein und tschüss. Ansonsten werden wir uns schwierig zusammen.